meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Eure Lieblingsseegurke / Gesangslehrerin ist wieder am Start. Vergesst bloß nicht zu abonnieren, Daumen hoch und lasst uns jetzt loslegen. Es gibt viele Fehler, die man beim Singen machen kann, beim Singen lernen oder als Sänger oder als Performer oder Entertainer. Aber es gibt so einen ganz, ganz typischen Fehler, der gleich als erstes immer zum Vorschein kommt. Und das ist die Trommelwirbel. Die Songauswahl. Damit hast du wahrscheinlich am wenigsten gerechnet, oder? Die Songauswahl, damit steht und fällt eigentlich deine Stimme, dein Auftritt, dein ganzes Konzept. Jeder, der Profisänger ist, weiß, wenn ich jetzt als Kontraalto einen Song singe, der eigentlich für eine Soprano gedacht ist, dann werde ich wahrscheinlich nicht so gut dabei klingen. Genauso geht es auch einer Sopran, die sagt, oh, ich nehme jetzt mal einen Song von Adele und singe den in den tiefsten Registern, weiß aber eigentlich, ich klinge nicht so gut dabei. Oftmals haben viele Hobbysänger, Amateursänger einen Lieblingssong und meistens ist der Lieblingssong auch dann das Castinglied, was sie sich dann ausgewählt haben, und meistens ist dein Lieblingssong einfach nicht der richtige Song für dich. Lass uns kurz mal in die richtigen Kriterien eines Songs durchgehen. Also Nummer 1 ist gucken, wo ist deine Stimme, dein Stimmsitz, deine Stimmlage. Wir reden hier über Fächer, also Kontra, Alto, Sopran, Mezzo, Sopran brauchst du eigentlich in der Popwelt nicht. Aber es ist schon gut zu wissen, wo deine Stimme brilliert, wo sie sich am wohlsten fühlt und wo du theoretisch jeden Abend ein Konzert spielen könntest. Ja, ich gebe mal wieder mich als Beispiel, und zwar ich bin Kontraalto, ich fühle mich also eher in den tieferen Lagen wohl und da klingt meine Stimme auch am besten. Das heißt, suche dir einen Song aus, wo du einen Sweet Spot hast, wo deine Stimme am besten rüberkommt und wo du nicht Druck, wo du nicht strainen musst, wo du einfach bequem durchsingen kannst. Nummer 2, und da würde ich sagen, passt der Song eigentlich auch charakterlich zu mir, zu meiner Stimmfarbe, zu meinem Stimmklang, passt er auch zu meinem Aussehen, passt er zu dem, was ich als Künstler vermitteln möchte. Ich nehme mal wieder mich als Beispiel, ich habe eine sehr tiefe, sehr raue Stimme, ich habe früher sehr viel Rock gesungen und wenn ich Rocklieder singe, da kommt meine Stimme mit diesem Raum und mit meiner Attitude einfach viel besser zur Geltung. Versuch zu analysieren, welcher Song passt zu dir. Vielleicht bist du ein total dramatischer Typ, vielleicht bist du ja auch eher so ein Diva-Typ, vielleicht ist deine Stimme aber viel mehr, weiß ich nicht, im Billie Eilish-Bereich. Das heißt, der Song muss auch so ein bisschen zu deinem ganzen Gesamtbild passen, wie du dich natürlich als Künstler vermarktest. Und das ist natürlich ein anderes Thema, aber das ist auch wichtig. Und daher, die Songs gehen damit mit dir Hand in Hand. Also Nummer 1 Fehler, den ich hier regelmäßig sehe, ist, dass die Leute sich grundsätzlich 99% überschätzen bei der Songauswahl. Nummer 3 ist Schwierigkeitsgrad. Ich würde grundsätzlich Anfängern erstmal raten, in kleinen Schritten sich hochzuarbeiten und sich dann eventuell einen Beyoncé-Song rauszusuchen, aber erstmal die Grundlage zu kennen, verstehen, wie die Stimme funktioniert und was auch zu dir passt und wo deine Stimme am besten rüberkommt. Das heißt, wenn hier jemand durch die Tür geht und sagt, ich möchte gerne an meinem Belting arbeiten, gebe ich den nicht automatisch einen Beyoncé oder Celine Dion-Song. Das ist echt immer abhängig. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad, der kann manchmal auch nach hinten losgehen, gerade in so einer Casting-Situation, in einer Auftrittssituation. Songs, die sehr schwierig sind, erfordern sehr viel Stamina, Arbeit, erfordern auch, dass man Performance-Erfahrung hat. Also wirklich, ich würde sagen, bei der Songauswahl lieber einen Gang runterschrauben, einen Song aussuchen, der einfacher ist oder mittelschwierig und nicht gleich als erstes, aber Always Love You. Das erlebe ich tatsächlich 99% hier im Studio und das ist die nicht richtige und nicht realistische Songauswahl. Und meistens geht es immer nach hinten los, wenn man Songs nimmt, ja, die einen viel zu schwierig sind, denen man auch optisch und charakterlich nicht reinpasst, die einen auch nicht repräsentieren, wo man sich emotional auch nicht mit identifizieren kann und wo die Stimme auch nicht brilliert. Das, was du magst, muss meistens eben nicht heißen, dass es genau das ist, was du jetzt gerade in dem Moment singen kannst, aber vielleicht etwas für die Zukunft, vielleicht für ein halbes Jahr oder für ein Jahr später, nachdem du Gesangstraining hattest. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt die nachfolgenden Videos schaut und dort könnt ihr mich und meine Schülerin sehen, wie wir da aktiv in einem Gesangsunterricht arbeiten. Ja, und hier ist ein anderes Video eurer Wahl. Ich sehe euch in meinem nächsten Video. Liebe Grüße und bis bald.